Obwohl ich selber in der Eifel geboren wurde, konnte ich nicht feststellen, dass es dort einen besonderen Hang zur Kriminalität, ja sogar zur Schwerstkriminalität gibt. Allerdings, die Autoren der Region sehen das anders. Es sei in dem Zusammenhang nur an die Eifel-Krimis erinnert. Osteifel-Krimis gibt es auch. Und zwar bereits zum dritten Mal veröffentlicht Hans Astor einen Titel, der rund um Mendig spielt. Warum die Region so spannend für Krimi-Autoren ist und was Hans Astor dazu bewegt hat, Krimis zu schreiben, das sehen Sie in folgendem Porträt. Es gibt viele Wege, Heimatverbundenheit auszudrücken. Manche Menschen engagieren sich dazu in der Lokalpolitik. Andere übernehmen ehrenamtliche Aufgaben in Vereinen ihres Heimatorts. Der Mendiger Hans Astor hat eine andere Methode. Er macht die Menschen seiner Umgebung zu Mördern und Opfern. Als Krimi-Autor der Osteifel-Romane zeichnet er mit viel Sinn für Geschichte und noch mehr Lokalkolorit seine Figuren. Nach seinem Erstlingswerk Graues Gold und dem Nachfolger Felsenbier und Spekulanten kommt nun innerhalb von kurzer Zeit sein dritter Krimi Basaltfeuer in den Handel. Graues Gold spielte im Mittelalter, Felsenbier und Spekulanten in der preußischen Kaiserzeit. Der neue Roman setzt hingegen in der Gegenwart an und beweist so, dass Hans Astor keine Schwierigkeiten hat, sich in die verschiedensten Epochen hineinzuversetzen. Schreiben tue ich im Prinzip seit 4 Jahren. Aber wenn man ein Buch geschrieben hat, dann braucht man erstmal einen Verleger, der das Manuskript eben annimmt. Und das hat dann seine Zeit gedauert, bis Manuskript 2 endlich am Mann war. Und das war dieser Roman Graues Gold, dieser historische Roman, der hier in dieser geschichtsträchtigen Ecke um Mendig herum angesiedelt ist. Doch auch wenn man Hans Astor als Shootingstar bezeichnen könnte, so war auch für ihn aller Anfang schwer. Mein erstes Manuskript war eine Historiensaga, Umfang 700 Seiten. Und dann wollte sich eigentlich kein Verleger so reinziehen, von dem Anfänger schon gar nicht, so nach dem Motto. Und eine Verlegerin, die ich kenne, die hat da gemeint, hör mal, du wohnst doch auf so geschichtsträchtigem Boden, schreib doch mal was Kürzeres, schreib doch mal was über Mendig, mach doch da einen historischen Krimi drüber. Während viele Autoren in mehreren Genres schreiben, kommt das für Hans Astor nicht in Frage. Lieber mit Herzblut hinter dem Krimi als mit einem Liebesroman auf der falschen Baustelle, so der Mendiger. Was genau in seinem neuen Roman passiert, das können Sie ab dem 19. Oktober herausfinden. Dann nämlich präsentiert Hans Astor das Buch im Mendiger Brauhaus.